Lol, der sieht ja ein bisschen aus wie Mr. Krabs, oder? Willkommen bei einer weiteren Folge Brawl Stars mit mir, dem Thorsten, auf meinem Kanal Toto Clash. Und ihr seht das hier, ich habe die Jessie und ich muss sagen, sehr, sehr witzig, wenn man mal in die Stats reinschaut. Dann haben auch hier die Supercell-Entwickler, ähnlich wie bei allen anderen Games, ihren Schalk im Nacken nicht verloren, denn die hat ja so ein Energiegewehr. Und macht und verschießt dort so Energiekugeln. Und wenn ich aber auf das zweite Info gehe hier, Jesse baut einen Geschützturm auf, der automatisch auf Feinde schießt. Er besteht zu 100% aus recyceltem Material. Das ist schon wieder ein bisschen, das ist typisch Supercell. Und ihr seht das, ich bin in der ersten Liga, das heißt also nicht in der ersten Liga, sondern ich habe die Liga endlich erreicht. Ich bin über die 500 Pokale gerutscht. Wie habe ich das eigentlich vollbracht? Ja, das frage ich mich so ein bisschen selber im Moment. Denn ich habe es irgendwie gestern überhaupt nicht geschafft, über die 400 Pokale zu kommen. Aber habe dann gedacht, was ich dann festgestellt habe, ich wechsle mal eben den Brawler. Denn ich habe heute aus der Truhe, die es heute für Noppes im Shop gab, den Daryl hier gezogen. Den habe ich natürlich noch nicht gespielt. Den wählen wir jetzt mal aus. Und wie kann ich dann eigentlich so ein paar. Also, ich habe erstmal meine ganzen Brawler durchgespielt. Denn je kleiner die noch sind, da kannst du dann ruhig mal verlieren. Du verlierst keine Pokale. Und ihr seht das, ich habe das Juwelengrab hier mit einer Starmarke offen und auch noch den Brawl Park. Das werde ich aber, denke ich mal, dann mit euch spielen. Beziehungsweise mit den Leuten aus dem Club hier. Es ist nicht mein Club, es ist euer Club. Und deswegen habe ich immer gedacht, ich spiele immer Showdown. Entweder Solo oder Duo. Ich spiele hier mal ein Solo, denn das kann man dann ruhig. Wir müssen nicht unbedingt gewinnen hier, sondern es reicht, hier Achter zu werden, Neunter zu werden. Ich verliere erstmal nichts, weil mein Brawler noch im Moment noch so tief ist hier. Mal sehen, wie der tickt. Oh, toll. Ja, super. Der weiß auch gleich, was er zu tun hat, denn er sieht sofort, dass ich wenig Heal Points habe. Und mich hier erstmal überhaupt nicht wehren kann gegen so einen hier. Wie viel hat er? Ja, okay. So viel super mehr hat er jetzt auch nicht. Also auch daran habe ich mich natürlich immer so ein bisschen orientiert. Und ich weiß gar nicht, warum ich hier eigentlich jetzt was frei habe. Den können wir uns aber in jedem Fall holen. Aber wir holen uns vielleicht doch hier die Truhe. Ah, okay, ich bin besiegt. Das meinte ich hier eigentlich. Ich verliere hier jetzt nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, ihr seht das Platz. Also ich hab jetzt kein Trophy verloren. Das war jetzt nicht so super schlimm. Deswegen haben wahrscheinlich auch geschrieben oder einige geschrieben, Toto, spiel mal die Brawler ruhig durch. Bis zu einem bestimmten Level. Dort verliere ich nämlich keine Pokale, wenn ich verliere. Aber ich mache eine ganze Masse, wenn ich leicht gewinne oder aber auch nur so ein bisschen hole. Und ich sehe das, jetzt sehe ich das, was mit dem Kollegen hier eigentlich los ist. Den seine Fähigkeit lädt einfach so auf. Oh, ich habe gerade den Fokus verloren. Den seine Fähigkeit lädt einfach so auf, während er hier so rumläuft. Und ich müsste mir vielleicht doch mal durchlesen, welche Fähigkeit er denn eigentlich hat hier. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. So, dann schießen wir hier mal ein bisschen durch den. Ah, jetzt habe ich die Fähigkeit. Aber ich weiß nicht wirklich, was er macht. Das muss ich jetzt mal schauen. Ah, okay, der haut sich da ziemlich stark durch. Und den haben wir geschafft hier. Okay. Oh, da muss ich jetzt aber recken hier. Schnell mal in so ein Gebüsch rein. Oh, der hat das natürlich gesehen. Es ist so klar. Und der macht so einen weiten Schadenschuss hier. Und ich schaff's. Ja, vielleicht muss ich dann etwas eher ziehen. Aber so kann ich hier erstmal leveln. Und so habe ich hier die Liga geschafft. So muss ich sagen. So habe ich hier die Liga geschafft. Drei dazu. Und habe erstmal jeden Bowler so ein bisschen hochgelevelt. Und ihr seht das jetzt hier, 3 von 10. Und wir sind Achter geworden. Ja, also so könnt ihr das auch machen, wenn ihr hier einsteigt in das Spiel. Und ich bin ja nach wie vor der Einsteiger hier. Wir haben schon wieder 10 von 10 gefunden. Coole Geschichte hier. Und ich muss jetzt immer mal sehen. Oh, hier hinten. Guck mal, wie viele Kisten da sind. Aber da werde ich, glaube ich, auch nicht der Einzige sein, der sich die jetzt holen will hier. Ich schau mal. Ja, das, was mir häufiger passiert ist hier, dass wenn ich hier Kisten gemacht habe, habe ich natürlich Munition verbraucht und das Nachladen dauert ja so ein bisschen. Und dann haben mich oftmals einfach mal so ein paar überrannt. So wie ich das hier jetzt gerade, so wie ich das hier gerade beim Colt versucht habe.
einfach mal zu überrennen. Aber auch das ist nicht schlimm. Wir sind hier zwar besiegt, aber kriegen trotzdem Pokis dabei. Also so ein paar Trophäen hier. Und das finde ich ganz nett. Wir spielen den erstmal auf 6 schräger Zähne. Ich glaube, 4 Stück brauchen wir noch. Dann haben wir erstmal einen weiter. Und so habe ich das hier gemacht. Also rein in die Liga, hier über die 500 Pokale, um hier so ein bisschen tiefer mitzumischen. Ah, okay, da ist eine Jessie mit, obwohl die auch nicht so viel mehr Healpoints hat wie ich. Und jetzt habe ich aber schon wieder verschossen. Aber meine Fähigkeit lädt, glaube ich, einfach so durch. Beziehungsweise sie ist jetzt schon fertig, ohne dass ich Treffer an anderen machen muss. Also den muss ich mir mal genauer angucken. Hier gleich den Kollegen hier. 8 Brawler sind wir noch. Jetzt habe ich aber auch einen Edelstein gefunden. Beziehungsweise mir einen freigekämpft. Und mal sehen, ob diese Fähigkeit hier Schaden macht oder ob sie einfach nur so durchrennt und die Posi wechselt. Das kann natürlich auch sein. Ich denke mal, hier könnte mal wieder jemand drin sein. Ist es auch. Das ist dieser doofe Werfer hier. Wir gucken mal, was wir an dem eigentlich machen. Okay, wir beamen uns irgendwie zu dem hin. Und jetzt ist meine Fähigkeit auch schon... Oh, das... Ja, okay, die Fähigkeit war jetzt auf dem Verkehrten. Da oben, der hatte nämlich nur noch 900 Healpoints. Und ich hatte eigentlich noch so ein paar mehr. Also einen müssen wir leider noch machen mit ihm hier. Aber es ist ja sehr schnelllebig hier, das Spiel bei Brawl Stars. Und heute als zweite Folge konnte ich heute mal machen. Ich hatte heute ein bisschen mehr Zeit. Zudem ich hier auch kein Intro-Outro im Moment zumindest nicht reinlege und euch hier den In-Game-Sound gönne, anstelle von irgendwelcher NSC-Dudelei. So will ich das mal nennen, denn so ein bisschen, es kommt ja aufs Spiel an und ich glaube, so viel Sprachpausen mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr, dass ich immer sagen muss, ich muss alles mit Musik irgendwie hinterlegen, damit das passt. Was braucht er? Oh, viel Schaden macht er aber nicht auf kurze Distanz. Okay, 9 Brawler sind aber noch da. Das ist noch ein bisschen viel. Da ernten wir höchstens ein Pokal in unser Range hier. Und mal gucken, ob wir nicht hier so ein bisschen jetzt mal mitmischen können. Der ist schon ein bisschen downer hier. Aber ach, wo geht er denn hin? Oh. Also mit dem, mit seiner komischen Fähigkeit hier. Das ist ja mal ganz suboptimal. Oh, jetzt gehe ich hier schon in den Nebel rein. Jetzt machen sie mich hier schon fertig mit ihren Kurzschuss hier. Das müsste, ja, das war auch ein Colt. Der kann ich sowieso ein bisschen länger. Aber wir haben jetzt erstmal den nächsten Rang hier erreicht. Damit haben wir auch ein paar Marken geholt. Jetzt gucken wir mal, was wir dazu kriegen. 10, 18 Marken, jo. Dann würde ich sagen, es ist eine Runde Zeit für Multiplayer. Aber dann mit einem anderen Char. Wir können hier aber erstmal abholen hier oben. Denn wir haben die 554 mittlerweile erreicht. Und so meinte ich das erstmal. Ich habe jetzt erstmal mit den Brawlern, ich weiß, es ist total lame. Ich habe mit den Brawlern gespielt, mit denen ich hier erstmal Pokis mache. Und ich denke, wir schwenken jetzt mal in ein Multiplayer-Game, um uns auch die Star-Marken zu holen. Jetzt haben gerade noch mal alle ihre Brawler durchgewechselt und wir wussten jetzt gar nicht, wie wir spielen, aber egal, ich habe die Shelly mal mit im Gepäck. Also mal sehen, ob wir das Juwelengrab hier jetzt machen. Und ich habe eben schon so ein paar Runden gespielt, um erstmal so ein bisschen warm zu werden. Schauen wir mal, wie das hier jetzt wird. So, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Mal immer so ein bisschen, wenn wir hier so ein bisschen rumeiern in der Mitte und immer die Juwelen einfangen, ist das sicherlich nicht schlecht. Aber ich schätze mal, der Gegner wird auch irgendwann mal ein bisschen näher kommen. Da ist er schon mal. Okay, aber wir sind hier juwelenmäßig noch ganz gut zufrieden. Und solange wie er seine Specials da nicht machen kann, also wir haben 5-2, solange wie er die Specials nicht machen kann, können wir uns hier ganz in Ruhe die Juwelen holen. Und meine Mates sind ja bei mir. Dann können wir hier auch rumeiern. Einen hat der Nächste, sollte sich jetzt vielleicht einen nehmen von meinen Leuten da. Oder ich sammle sie jetzt alle ein, weil ich mich mit der Shelly natürlich ganz gut zurückziehen kann. Keine Frage, da haben wir schon den 9. jetzt. Das sieht ganz gut aus. Und ich kann jetzt auch einmal mein Special machen hier. Komm, der nächste Edelstein noch nur für uns. Da ist er. Und dann setzen wir einmal den Dicken hier. Jetzt nur nicht die Edelsteine verlieren. Wir sind jetzt schon im Countdown. Kommt, Leute, zurück, zurück, zurück. Zieht euch ruhig ein bisschen zurück. Oder haltet die Attacken da von mir zumindest so ein bisschen fern. Das wäre ganz,
ganz nice. Jawohl, das ist auch so. 12-1, okay, die Runden vorher waren leider nicht so optimal, aber ich glaube, das Team hier passt jetzt ganz gut. Ich habe die Star-Marke reingespielt hier und ein paar Pokés. Jawohl, das ist cool. Mal sehen, so ein paar Runden wurden mir jetzt eben gesagt, machen wir hier auf der, in meinem ungeliebten Spiel Juwelenjagd. Du weißt nie, wie die Leute ticken, aber ich glaube, manchmal passt es dann ja, manchmal passt es nicht. Und so mache ich zumindest hier nicht nur die Marken, sondern auch die Sterne schon ganz nett, beziehungsweise ich hole hier die Erfolge rein. Die Star-Marken vor allen Dingen, die sind hyper wichtig, dass ich meine Helden hier leveln kann. Und mal sehen, ich eier hier jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Machen wir mal so ein bisschen, ich glaube, also ganz, ganz schleppend kommt das hier jetzt auch mit der Fähigkeit. So ganz, ganz schleppend kommt das hier mit der, beziehungsweise hier mit diesem Fadenkreuz, dass ich in etwa weiß, wo muss ich eigentlich hinziehen. Und ich darf mich nur nicht ganz so viel bewegen, beziehungsweise nicht so ein Colt in die Quere. Komm, das müsst ihr euch da unten holen. Oder ihr beschützt sie, oh, wir sind zwei zu wenig. Ah, okay, unser Guitar Hero hat sich das Ganze geholt. Wir haben noch immer noch, okay, wir haben immer noch die Marken vorne. Und dann können die ruhig auf mich gehen hier. Aber unser Guitar Hero sollte ein bisschen weiter weg. Sollte jetzt ein bisschen weiter weggehen, damit er seine Marken dann nicht gegen den Colt verliert. Komm zurück. Ich komme ja von unten jetzt. Sieht aber, glaube ich, noch ganz gut aus. Kommen nicht an unseren. Oh, da komme ich gerade mal wieder nicht durch. Kommen nicht ganz an unseren Guitar Hero ran. Und, oh, jetzt habe ich sie natürlich wieder alle eingesammelt. Jetzt sind sie doch rangekommen. Jetzt dürfen sie nur nicht an mich kommen. Kommt, Leute, schützen. Einmal rumgelaufen hier. Haltet, nur noch die Marken halten hier. Nur noch die Marken halten hier. Kommt, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Jawohl, 11-1. Wunderbar, die beiden wissen zumindest, was ich damit meine. Ein gutes Teamplay hier an den Tag zu legen. 11 Pokale jetzt schon geschöppelt. Und auch echt richtig Marken gemacht hier. Aber die haben ja auch gesagt, wir spielen ja erstmal gerade ein paar Runden Juwelenjagd, obwohl ich dieses Juwelenjagd, ich mag das nicht. Ich mag das eigentlich nicht. Zumindest nicht mit anderen. Aber wenn du dann Leute aus deinem Club hast, die auch schon wissen, was Taco ist hier, ist das natürlich richtig cool. Keine Frage. So, jetzt gucken wir mal. Ah, jetzt haben wir da natürlich auch so einen Singer und so einen Werfer auf der anderen Seite. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir hier reinkommen. Und nehmen hier erstmal hier oben. Ah, da hinten ist der Steinschmeißer. Okay, da hinten ist der Steinschmeißer, das ist scheiße. Ui, und da ist mir die Aufnahme gerade mal so richtig abgeschmiert. Aber egal, wir haben die Truhe hier. Und gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Münzen bekommen wir. Wir bekommen Powerpunkte für Colt. Ich sehe, dass viele das immer einfach so ganz, ganz schnell durchklicken. Aber ich will ja wenigstens sehen, was hier drin war. Okay, die haben wir gemacht. Die nächste holen wir bestimmt auch noch. 558 Pokale haben wir gemacht. Wir haben also ganz gut gerockt hier. Und ich will mal sehen, wie wir jetzt ja eigentlich weitermachen können. Okay, alle sind nochmal bereit. Dann machen wir die Juwelenjagd halt nochmal. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gewonnen. 558 Pokale. Ich weiß gar nicht, bei 600, glaube ich, gibt es das nächste Ereignis. Und das war aber jetzt schon mal ganz gut. Wir haben so ein paar Power-Marken bekommen und wir haben vor allen Dingen die erste Star-Marke bekommen. Ich muss dann heute noch ein Game sicherlich Fußball spielen hier bei Brawl Stars. Oh, der Bull ist schon sehr, der Bull ist schon sehr Kollege, kann man nicht anders sagen. Das ist echt ein ganz, ganz sehr Kollege. Aber gut, wir sind auch in unserer Range sind wir auch zäh, kann man nicht anders sagen. Und oh, der Bull kommt schon wieder von hier unten. Komm, der ist immer noch da. Der ist immer noch da, der Bull. Komm. Komm hier unten her, Bull. Komm. So, da haben wir ihn gekriegt. Das war jetzt mal seine eigene Schuld. Jetzt muss er von unten starten und wir sind ein paar Marken vor. Das war jetzt sein eigener Bock hier, wenn er hier so durchstürmt. Aber auch der stürmt hier gerade mal so ein bisschen. Und schon wieder so ein Bull hier unten. Na, okay. Der stürmt aber auch nur durch. Den machen wir dann irgendwie fertig. Da ist er durch jetzt hier. Komm, holt euch die Marken da. Das ist nur eine Jessie. Und die Marken könnt ihr euch auch holen. Unten sind zwei blaue von uns. Jo, die holen sich die. Alles klar, immer noch im leichten
im ganz leichten Vorteil hier. Mal sehen, wenn der Bull wieder durchstürmt. Ich glaube, dann nehme ich erst meine Fähigkeit, dass ich ihn wirklich solo irgendwo erledigen kann. Oder aber ich nehme jetzt mal meine Fähigkeit hier für etwas anderes. Oh, Leute, was geht hier ab? Was geht hier gerade ab? Komm, Jesse holen. Na, 9-6. Also das ist mal ein spannendes Match hier wieder. Ich hoffe, ich spreche immer so ein bisschen ins Mikro. Das passt aber, glaube ich. So, dann können wir uns die zumindest hier vom Hals halten. Haben jetzt unsere 10. Marke. Die müssen wir jetzt nur halten. Oh nein. Oh, da liegen ganz viele Marken, Leute. Holt euch die, sonst holt... Nein, der Gegner hat den Showdown. Ah, das war jetzt dusselig von uns. Das hat Sieg mal wieder echt verschenkt, denke ich mal. Denn wir kommen an den Markenträger nicht mehr wirklich ran hier, oder? Oder kriegen wir nochmal? Kriegen wir den Markenträger nochmal? Oh, schade. Wenn wir den nochmal bekommen hätten, hier unten im Bull. Naja, egal. Echt cooles Ding hier, aber ich muss jetzt eine kurze Pause machen und ich wollte ja auch eigentlich nur dokumentieren, wie es hier weitergeht, wie wir hier in die Liga kommen. 555, mal sehen, wann es das nächste Ereignis gibt. Das gibt es bei 600. Mal sehen, ob ich das nicht heute noch erreiche. Und vom Level her sind wir jetzt schon Level 18. Ja, wir sind schon Level 18, mal Level 20 gibt es das nächste Emote. Ich hoffe, zweite Folge heute. Ich werde ein bisschen weiter brawlen jetzt mit meiner Gang hier, mit meinem Club hier. Hat euch trotzdem gefallen. Bis dahin, euer Toto. Road.